Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Möpois, als Singleplayer, kann man sagen, ja, im Online-Modus von FIFA 15. In dem Fall werden wir Ultimate Team spielen. Ich selbst habe noch nicht reingeguckt. Lass mich auch überraschen, so wie ihr. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich einfach mal an, aber vorwegnehmen, falls in den nächsten Wochen nichts von Enix zu hören wird, von unserem Channel, liegt es daran, dass er sich beim Sport verletzt hat an der Hand und deswegen keine Aufnahmen starten kann. So, damit beginnen wir jetzt das Ultimate Team in FIFA 15. Mal das Skada-Update herunter. Okay, wir haben die aktuelle Skada heruntergeladen. Natürlich hat sich was vielleicht mal nicht geschafft, die Skada von Anfang an. Willkommen bei Hallo. FIFA Ultimate Team. In diesem Modus übernimmst du einen eigenen Verein. Du kannst Mannschaften aufbauen, auf dem aktivsten Transfermarkt der Welt tätig werden und dich in Einzelspieler- und Mann-gegen-Mann-Modi messen. Zu Beginn bestimmst du deinen Kapitän, lernst die Grundlagen, wie man Chemie aufbaut und spielst eine spezielle Eröffnungspartie. Ja, das habe ich natürlich alles schon mal gemacht. Weiß das natürlich. Ich nehme jetzt mal das Bundesliga-Team, weil ich hauptsächlich mit Bundesliga-Mannschaften spielen möchte. Naja, je nachdem, ja. Was sich so ergibt. Bei FIFA Ultimate Team baust du Mannschaften auf und konzentrierst dich darauf, Chemie zu erzeugen. Mannschaften mit guter Chemie lassen ihre Spieler bessere Leistungen auf dem Platz zeigen. Drei Hauptelemente gibt es bei der Chemie. Position, Bindungen und den Manager. Änderungen bei der Teamchemie. Eine hohe Team. Werfen wir einen Blick auf ein... Dir wird aufgefallen. Klasse, die... Als nächstes kümmern wir uns um die Bindungen zwischen Spielern. Du wirst bemerkt haben, dass es... Gut gemacht! Indem du die Innenverteidiger getauscht und die Bindung verstärkt hast, hast du deine... Mit einem Teamchemie... Ich will einfach spielen, ich will nur spielen. Interessiert mich doch alles gar nicht. Wie gesagt, ich wiederhole mich da jetzt auch gerne nochmal. Ich habe selbst jetzt gerade zum ersten Mal FIFA 15 gestartet. Lass mich jetzt mal überraschen, wie das Gameplay so ist, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen, aber ich schätze mal, dass wir zusammen einige lustige Momente erleben werden. Vor allem dann, wenn ich mich mal wieder extrem darüber aufrege, wie schlecht mein Team noch ist. Willkommen zum FIFA Ultimate Team Cup. Zwei so starke Mannschaften auf einem Platz, das sieht man selten. Dies ist eine spezielle Einzelpartie, die dir vermitteln soll, wie es ist, mit einem Ultimate Team zu spielen. Ich muss einmal kurz die Kameraeinstellung ändern. Einstellung. Spieleinstellung. Das scheint neu zu sein, aber ich hätte gerne... Was spielen wir denn mal? Koop, nein. Tilde, nein. Übertragung, Tilde, nein. Übertragung, nein. Wir lassen es doch einmal so erstmal. Schauen uns das erstmal an. Das eine hohe Chemiewertung hat. Ja, ich denke mal alles. Oh, was denn? Was geht denn jetzt ab? Du Scheiße! Lukaku. Der Schiedsrichter signalisiert. Das lasse ich nicht durchgehen. Ich hoffe ist, ich weiß natürlich nicht, Alex, ob meine Erwartungen stetig werden. Es muss Einwurf geben. Schwierigkeitsgrad für Einzelspieler. Spiele, aber ich glaube, es wäre Legende.
was ich mir wünsche von diesem Spiel ist, Einwurf, dass die Schiedsrichter besser werden und dass die Torhüter nicht mehr so viele Fehler. Alex. Vor allem die Schiedsrichter, die waren ja doch vor 14 noch eher unter aller Sau. Ich habe Dembele. Hoffnung und gebe einfach. Und jetzt Robin van Persie. Dass FIFA es endlich mal schafft, Hazard, die Schiedsrichter zu verbessern. Wie gesagt, jetzt schießt er und richtig hoch. Schwierigkeitsgrad für alles. Deutschland sucht das Supermodel-Tor. Da war's doch. Überragend, ja, überragend dieser Abschuss. Also wunderbarer Flachschuss da unten ins Eck. Ja, und das ist hier wunderschön gemacht. Das ist eine glänzende Schusstechnik. Punktgenau platziert. Tevez. Flanke! Super Flanke! Eine gute Flanke, aber der Gegenspieler ist dazwischen. Wach. Weg ist der Ball. Ein Versuch der Balleroberung. Fernandinho. Alter. Ich muss eindeutig näher ran. Lukaku. Ja, lauf schon. Der Ball fliegt. Die dynamische Kameraperspektive. Kann ich vielleicht, glaube ich, mal besser. Muss ich da noch ein bisschen einarbeiten und gucken, was so am besten für mich passt. Für uns auch, damit ihr am meisten sehen könnt. Store aus, klare Sache, Abstoß. Ein klasse Keeper. Wahrscheinlich auch unser Stammtorwart werden. Alaba. Ja, mit einer Bundesliga-Mannschaft spielen werden, die ein bisschen teuer ist. Und der zweitbeste deutsche Torwart ist beiden Fällen haben. Dann Stammspiel. Fernandinho. Die Preise von den Spielern aus der Bundesliga nicht allzu sehr erhöht haben. Tevez. Wird er heute die Erwartungen erfüllen, ja. Frank? Und das werden wir natürlich von ihm heute wiedersehen, dass er sich vorne viel bewegt, dass er als Anspielstation nicht fungiert und damit wisst, seine Mitspieler einsetzt. Anhänger von BVB. Dembele. Und deshalb wird es wohl darauf hinauslaufen, dass Lukaku wir hauptsächlich mit BVB-Spielern arbeiten werden. Das sieht gut aus. Aleva, einer mit. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Viel mit Spielern aus NRW. Spoiler, aus NRW arbeiten. Ich bin halt ein riesen Freund von NRW-Clubs und vielleicht bringen wir auch ein paar Spieler vom SC Paderborn. Wir haben zum Beispiel den Rekordtorschützen Moritz Doppelkamp. Alaba. Franck Ribéry auf seinem Lieblingsplatz, auf dem Flügel. Und jetzt Robin van Persie. Lukaku! Gehalten zunächst. Gut mit. Guck mal hin! Neben den Kasten. Tja, aus der Chance hat er nichts gemacht. Es gibt Abstoß. Ja. Das ist ein Erbsenspiel. Muss nicht gewonnen werden. Hat schon Vorteile, aber. Euch das nicht allzu sehr stört. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Sagen wir, vielleicht nicht zu viele Bayern-Spieler drin haben werden, aber das ist meine persönliche Meinung, wie ich zum FC Bayern München stehe und ich werde dann dafür nur Fernandinho ausgewählte Bayern-Spieler in meine Reihen aufnehmen. Zum Beispiel Thomas Müller oder Schweinsteiger. Also zum Beispiel Mario Götze, der sich so sagen. Alberto Moreno. Oh ja, und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Halten von ihm. Habe ich wenig Lust, Mario Götze in den Team zu nehmen. Fernandinho. Lewandowski. Tevez! Ah, oh, ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Lukaku. Romelu Lukaku. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Fernandinho. Was es vielleicht auch noch zu erwähnen gibt, ich habe mir die Ultimate Team Edition von FIFA vorbestellt.
denn wir können natürlich nicht ganz ohne Hilfen an Tevez. Der gleiche. Die Fans fragen sich, wie wird der unparteiische Entscheidung? Bei diesem Foul reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Wenn Messi spielen könnte. Klare Sache, Einwurf. Alberto Moreno. Fernandinho. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen. Nein! Scheiße! Fantasie. Fuck! Und der ist drin! Ah, ärgerlich. Lewandowski. Lewandowski! Und weiter heißt das war echt Spaß. Ja. Langsam, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Fahrt. Den Ball noch abgefälscht. Ja, gut, das ist eventuell so der Vorteil für mich. Ich hätte kurz warten. Und jetzt Robin van Persie. Er attackiert ihn, er will den Ball. Alter! Da hat nicht viel gefehlt. Ich hoffe, ich kann euch Let's Play gute Unterhaltung bieten. Aber ich schätze mal, dass wir viel Spaß zusammen haben werden. Das sieht nach einer komfortablen Führung aus. Kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2:0. Vielleicht in der Halbzeit reden sie hier nur. Call of Duty gesehen hat von mir. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Er steht auch schon einer parat. Weil ich es einfach nicht verstehen kann, wie man, wenn man die Taste X drückt, nicht Dreieck, für die, die es wissen. Also nicht den passenden Lauf, sondern einen normalen Pass auf den Mann. Kann ich einfach nicht verstehen, wie dieser Pass dann nicht genau. Ja, aber er trifft den Ball auch überhaupt nicht richtig. Also nicht nur einmal, ist einfach keine gute Schusstechnik. Aber dann fast jedes Mal. Das war bei FIFA 14 immer so und das hat mich immer leicht gemacht. Fernandinho. Und jetzt Robin van Persie. Die verstehen sich blendend. Alter. Fabrega. Was ist denn das? Ein toller das gibt's auch Achtung, nicht. Alter. Und jetzt warten wir mal ab, ob er vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Lieber. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Was ist denn da los? So sieht das der Trainer gerne. Man muss schon sagen, bei diesem Team, da passt momentan einfach so rein, alles zusammen. Ja, die wirken unglaublich eingespielt und das macht es natürlich für jeden Gegner schwer. Diese Mannschaft ist ja sowas wie ein Sammelsurium aus den besten Ligen, die es im Augenblick gibt. Ist mir auch schon aufgefallen, der Manager scheint ein Faible für Qualität zu haben. Keine so, Ribery. Jetzt aber mal. Ribbe! Jetzt sieht er ab! Der klassische Salutierjubel. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Schönes Tor. Endlich mal. Ein Großteil der heutigen Mannschaft stammt aus demselben Land, spricht eine Sprache und das kann ja auch ein entscheidender Punkt sein, wenn es um das Verständnis, um die Chemie geht. Ja, und dass die Kommunikation funktioniert, das ist im Fußball enorm wichtig. Nein. Rausgespielt. Oh, Elfmeter, ich wusste es. Diese Geste ist eindeutig. Der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Blöder Hurensohn. Das ist dann halt nicht passieren. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Ich bringe nicht falsch. Das sah ja schon fast so aus, als wollte er den Torwart veralbern.
Hat ja, er auch getan. Ja. Gut, dass das Ding drin war für ihn. Super Spieler. Ja. Ja, verwundert schon fast nicht, dass... immer eine heikle Sache, sagt Elber, aber er hat es geschafft. Wirklich souverän gemacht, auch auf diesem Niveau. Nicht ich kann darauf verweisen, dass ich später in den, in den späteren Spielen nicht wechseln werde. Das ist ja immer Verträge kostet. Hier los. Weil das ja immer Verträge kostet und es mir dann irgendwie einfach ein bisschen zu teuer ist. Philipp Lahm. Zlatan! Ich hab Zlatan, Alter! Ich hab Hummels und lass Mike Conn spielen, im Ernst. Und Lahm ist auch draußen. Das gibt's doch nicht. Okay, anscheinend ist Lahm hier ein... Selbstverständlich. Defensiver Mittelfeldspieler. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Gar keinen guten Rechtsverteidiger, oder was? Außer Piszczek. Fabregas. Und jetzt Robin van Persie. Guck mal hin! Er ist drin! Ja, wie gesagt, ich muss mich jetzt mal einfinden. Oh, Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen halt das habe, dass ein Trainer auf einmal drei Spieler auswechselt. Nein! Ibra! Klimovic! Ibra, Junge! Fernandinho. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Mein lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Und jetzt Robin van Persie. Gut, Pässe gefallen mir gut, das Zweikampf behalten auch extrem nice. Das sieht aus wie Training, perfekt. Was für eine klasse Tat. Der Spieler legt sich den Ball zur Ecke zurecht. Die Zeit zum Wechseln ist gekostet. Bin ich ja selber im kleinen Dorfverein. Torwart und dann nach diesem Eckball weiterhin Gefahr. Bewegung sagen und das sah schon nicht gut aus gerade. Besser als die letzten Mal. Hazard. Was mir nicht gefällt, ist, wie gut mein Geld ist. Das war extrem nice. Sehr gut gefallen. Jetzt rennst du den wohl weg, ey. Ribéry! Kann er sich den Ball holen? William! Alter. Sanchez. Chelsea. Hure. Aber Mann, ganz glasklar. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Nein! Nein! Fuck! Oh, wie ich hier aufs Maul kriege, ey. Das geht ja gar nicht. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Einfach fertig sein. Dank seiner Übersicht kommt er den Ball ganz super. Ibra! Ibrovic! Jetzt sind sie wieder in Ballbesitz. Das gute Spieler für mich auch halbwegs sehr spielig sind, sonst werde ich halt Sanchez auch komplett mit dem Team aus Paderborn-Spielern spielen. Das ist mir auch egal. Das kann der Schiri normalerweise ja, nicht durchgehen lassen. Bei diesem Foul reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Schweinsteiger. Deutsch auszudrücken. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Touré. Das Spiel finde ich sowieso extrem unnötig immer. Ich finde, die sollten bei FIFA eine Funktion einbauen, die dann sagt, dass man dieses Eröffnungsspiel überspringen kann. Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Wenn man das einfach schon macht. Wird angeschossen und der Ball trudelt das ist ins Aus. Extrem nervig. Er bereitet sich auf diesen Standard vor. Eckball. Oh, was hat das denn? Und nochmal rausklären. Eine Pogba. Ecke. Das soll doch so ein Mittelfeldass sein. Na, schön halt. Ja, das war ja auch und genau nach vorne. Auf den Torwart gezielt. Jetzt Lehrer. Zeig mal was ganz. Oh. Falsch verstanden.
Ja, es gibt einen Wurf. Oh, FIFA 15. Gefällt mir doch bisher extrem gut. Ribéry. Es macht richtig Spaß. Ein Wurf jetzt. Und hier nochmal die Wiederholung dieser Parade. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Echt interessant. Wiederholung. Dann, Ball im Aus. Ein Wurf. Wiederholen. Finde ich aber schon echt ein schönes Fußball. Alaba. Etwas zu unkonzentriert hier. Touré. Gucken, ob sie vielleicht auch wie bei der FIFA World Cup Edition von Brasilien, ne? Ob sie da auch diese Animationen eingebaut, haben und die Kneipen, aber weil die Trainer, wie die ausrasten am Rad, und er verzieht. Die Trainer haben, vor allem Alternativen ist es ja wichtig, wenn einfach mal der Trainer gewechselt wird. Das ist ja da schon öfter so. Macht man ja schon mal, je nachdem, was für eine Liga dann ist. Und dann Javi Martinez. Ist man dann halt Fabregas. Den unterschiedlichen Trainer. Und jetzt Robin van Persie. Da dass er sich auch mal aufregen, richtig mal rausragen. Jetzt ein weiter Pass. Ibra! Zlatan Ibrahimovic. Jetzt sieht er ab! Nice. Wirklich richtig nice. Ja, natürlich. Da spricht man wohl von einem Ehrentreffer. Das Schlussresultat ja, 6:1. So. Ach, ein Tor gemacht. Mein erstes Tor bei FIFA 15. Ich weiß nur wirklich nicht, Buschi, ob man ein solches Spiel wirklich noch freut. Sehr schön. Mal gucken, wie es weitergeht jetzt. Mein Standard-Team, ich... Jetzt, da du dein Eröffnungsspiel bestritten hast, wird es Zeit, deinen eigenen Verein zu übernehmen. Ja, ja, halt. Du kannst deine Mannschaft ver... Origi, der kommt jetzt erstmal ins linke Mittelfeld. Dena. Dema. Den nach da, wir werden immer mit einem ganz klassischen. Nein, das nicht. Wo ist denn meine Lieblingsaufstellung? Die 4-2-3-1-Systeme verbessert haben. Nein, sie haben immer noch dieselben beschissene 4-2-3-1-Systeme, die sie vorher gemacht haben. Und wir werden mit diesem System hier spielen. Absolutes Lieblingssystem. Ja. Ich glaube, merkt man noch, dieser Mann im Moment auch nicht. Ja, anscheinend treten im Shop gerade Probleme auf. Nacht. Obwohl ich 4 Sets habe. Ich könnte rasten. Komm schon. Was ist hier los? Ja, vielleicht auch nicht so viel. Mir der Sportclub hier erzählen möchte. Ja. Ein Versuch starte ich noch. Geht nicht. Leihspieler. Wer denn hier angefragt? Leihspieler sind neu bei FIFA Ultimate Team. So kannst du einige der Top-Spieler ausprobieren, sie sind aber nur für eine bestimmte Anzahl von Spielen verfügbar. Wähle den Punkt weiter, um einen für deinen Verein zu verpflichten. Ja, wir nehmen halt mal. Weil wir auch ein bisschen vielleicht daran denken, dass wir ihn eventuell etwas länger hätten. Nehmen wir 3 Spiele, Luca Toni, ja, ne, das ist bisher viel zu langsam.
Nein, ich nehme Manuel Neuer. Ne, ich nehme nicht Manuel Neuer, ich nehme Sergio Aguero. Aufgabe 1. Ja, Messi in den Verein. PSG klassisches Trikot. Geil, da wird er mal sofort aktiviert. Das ist ja geil. Ein Heimtrikot natürlich. Klassische Deutschland-Trikot, das finde ich aber extrem geil. Und ab in den Wald. Aber jetzt will ich mal gerne versuchen, noch mal in den Katalog zu kommen. Ja, endlich. Jetzt geht es. Komm. Ja, bla bla. Leon Andreasen, das ist schon mal gut. Der. Abbaso, Deli, Al-Habsi, ja, den verkaufen wir erstmal. Al-Habsi. Weil ich gerade sagte, nur einige aus der Bundesliga fertig. Partington. Egal wie gut die jetzt gerade sind alle. Ich den Geld machen kann. Also wie Martins Indy. Zweiten Liga. Das waren jetzt alle. Ne, ich hab nur drei. Okazaki, das ist super geil. Und Spike, sauer. Wie viel kann man noch verkaufen? Ah, da kann ich mit Geld machen. Ja, was ist die mit dir? Losch. Andi, wie geht hier gleich die Sozialist aus? Blaster. Die brauche ich jetzt nicht. Nehme ich dann nicht schnell vor. Ein Bronze-Set. Ich glaube, irgendwas weiß, was ich brauche. Da ich mir den. Wenn man vollballern will, nehme ich die einfach so mit. Und noch ein Konzept. Ja, weiter geht's durch. Herrera, Elra. Das ist schön, wenn solche Spieler dabei sind. Yeah.
Ah, das ist nicht schön. Torwarttrainer, besser Tor. Das war schon mal gut. Gut. Dann die Transfers. Ja, sonst ist es ich. Ja. Ja. Doch, bitte. Nuri Shahi. Marian Saar. Glaube ich. Henrich. Hier, Kagan. Wo ist das? Das finde ich geil, dass der mal recht verteidigt. Bitte. Okay, schade. Miloš Jojic. Wenn ich nicht leisten soll, kann ich den. Basic. Ganz schön. Vernünftige. Nein, Jojic. Ja, vielleicht ein bisschen toller. Nee, das war schon cool. So, nee. Schmelle. Jetzt kostet er plötzlich so viel. Ganz plötzlich. Ein Wert gewonnen. Kagawa. Ja, das geht aber. Wie teuer ist das? Oh, der ist noch teurer geworden. Alter. Er wird auch von Jahr zu Jahr immer teurer. Ah, so gratis. Ja, hätte ich schon ganz gerne. Aber nicht den! Okay, offensichtlich. Oh, bisschen besser. Ja, wie ich ganz gerne. Ja, Sebastian. Ah, ich muss immer hoch. Nein. Thank you.
Ja, 50 lasse ich ihn mir kosten. Auf die selbe Idee, wie ich gekommen. Da steht wohl noch Null hin und da. Alter! Was ist denn das? Ey! 9, 8, 7, 6. Nee, falsch. Baby, are you good though?
Wirst du mal jetzt auf Null gehen? Das ist doch 14 Sekunden zurück. 14 auf 14, ne? Ja, ja. Toll. Wenn jetzt noch einmal erhöht wird, werde ich sowas nicht mehr machen. Beginnt da in meiner Startelf. Kazaki. Die heutige Aufnahme von Let's Play FIFA 15. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gefällt euch. Liken, teilen, Abo. Immer gewünscht. Ja. Macht's gut.